Ach ja. Ah, da wurde das Eisen schon weggeprügelt. Wie sieht's denn hier unten aus? Ah, da muss noch ein bisschen was abgebaut werden. Hiermit, ich bestätige das nicht, wie man sieht. Ich gucke damit immer nur, wie viel sie vom Auftrag schon abgearbeitet haben. Meine Männchen hier, unsere Dorfbewohner. Ach, schön. Ja, wir haben jetzt mittlerweile auch 13 Arbeiter haben wir mittlerweile. Da können wir jetzt die Plätze, sobald der Woodcutter fertig ist, können wir die Plätze austauschen und haben dann immer noch ein oder zwei Laborer, um den ganzen Steinscheiß hier wegzumachen. Allerdings werde ich erstmal, da wir unseren Förster nach wie vor auf Blend gesetzt haben und er noch nichts cutten wird, werden wir erstmal hier oben das Holz für den Winter ernten, damit wir den Winter gut überstehen. Ich weiß jetzt auch gar nicht, ob wir hier rüberkommen. Das werde ich dann mal austesten. Ach, schön. Und das müsste jetzt der letzte Baum gewesen sein, der im Auftrag ist. Jawohl. Da ist nichts mehr. Langsam wird's Herbst. Wir haben hier drei Hackklötze. Aber man kann keine drei Woodcutter beschäftigen. Finde ich ein bisschen schade. Dass man für jeden Woodcutter, den man zusätzlich beschäftigen will, gleich auch nochmal so ein neues Ding hier erstellen muss. Und so ein Woodcutter. Wie heißt denn das? Was machst du denn? Ja, einfach nur Woodcutter. Muss man jedes Mal so ein Gebäude neu erstellen. Trotz, dass da drei Hackblöcke sind. Was mir auch so ein bisschen fehlt, es gibt ja Lehrer. Also man kann Schulen errichten. Aber dass die einzelnen Bewohner vielleicht auch dass die einzelnen Bewohner auch Berufe erlernen können, wie es zum Beispiel bei der Gilde 2 ist, dass man dann auch die Leute da in den Betrieben ausbildet, damit die effektiver werden. Finde ich schade, dass das nicht so ist. Aber man kann ja nicht alles haben. So. Komm, hau den letzten Nagel rein. 94%, jawohl. 96, 97. Dann können wir gleich schon mal... Wo haben wir den Woodcutter? Hier unten. Können wir gleich schon mal einstellen. Die beiden können wir abziehen. Forester 2. Ein Hunter noch dazu. Und dann sind unsere unsere Berufe schon mal alle ersetzt, sag ich schon. Ausgefüllt, also alle Berufe. Wir haben keine, ja, Arbeitslose haben wir im Endeffekt schon. Nein, das wollte ich doch gar nicht. Ich wollte hier rein und hier hinten das Holz ernten. Alle offenen Arbeitsplätze sind belegt. Diese Worte habe ich gesucht. Und das hier mache ich jetzt mal zum Testen, ob die denn da über diesen kleinen Bach hier drüber kommen. Weil viel ist es ja nicht. Würde ich nervig finden, wenn ich da jetzt extra noch eine Brücke bauen müsste. Aber ich glaube, ich muss da eine Brücke bauen. Auch wenn das hier gar nicht so tief ist. Nein, der Baum, der da gerade umgefallen ist, der wurde nicht gefällt. Der ist aus Altersschwäche zusammengefallen. Ach, sehr schön. Wie hier schon einiges angepflanzt ist und es wird immer mehr. Hier wird jetzt auch gerade was gepflanzt. Sieht man gleich, wie der Baum sprießt. Wer bist du denn? Försterin. Was? Wie heißt du? Elani? Eleni? Ach, irgendwas. Naja. Haut erstmal da hinten alles schön um und dann irgendwann könnt ihr hier anfangen, mal die Zwischenräume zu bereinigen. Wie weit geht der? Jawohl, dann müssen wir das hier auch noch alles bereinigen. Okay, das passt aber. Ah, werden wir viel Eisen bekommen für den Anfang.
ein gutes Stückchen Eisen. Ja, ich probiere immer mit Escape zu beenden. Das kann ich mir auch irgendwie nicht abgewöhnen. Und dann werden wir hier schon mal das Eisen alles wegholen. Da haben wir Eisen. Hier haben wir sehr viel Eisen. Na komm. Da haben wir Eisen. Und ich glaube, das war's alles. Ja, weiter geht die Forester Lodge eh nicht. Als nächstes dann Stein, wenn sie das Eisen hier weggeholt haben. Den Stein, wenn sie das Eisen weggeholt haben. Alter, mein Deutsch ist auch... Naja. Und wie man an den Lebensmitteln sieht, es wächst wieder. Also wir haben ein Plus. Nur durch Jäger und Sammler. Und ich denke, das Spiel ist auch so gedacht, dass man wirklich mit den Anfängen der Menschheit arbeitet. Jäger und Sammler und dann irgendwann mal Ackerbau dazu. Also auf jeden Fall macht es für mich den meisten Sinn, so zu arbeiten. Und alles, was Anbau betrifft, kommt erst später. Also für mich kommt das dann erst alles später. 30% gefüllt. Ich glaube, den werden wir irgendwann nochmal versetzen, aber jetzt noch nicht. Den können wir dann hier so hinsetzen oder sowas. Naja, wollen wir mal gucken. Ach, schön. Es ist Spätherbst, es dürfte langsam anfangen zu schneien. Jawohl. Da haben wir jetzt zumindest schon mal Bodenfrost. Und langsam, ja, jetzt wird's weiß. Und es schneit. Leise rieselt der Schnee. La 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 la. Ja, natürlich kommen unsere Arbeiter da oben mit dem Holz nicht so wirklich hinterher, wie sie sollen. Also, wie ich es mir vorgestellt habe. Schade. Jetzt haben wir natürlich auch keine Feldarbeiter, die im Winter Holz sammeln gehen oder was man ihnen aufgibt. Das fehlt uns jetzt zwar, aber scheißen wir mal drauf. Dafür haben wir jetzt aber einen dauerhaften, ja, Lebensmittelzuwachs. Also wir werden so schnell keine Lebensmittelprobleme bekommen, erst wenn wir hier wirklich expandieren, ausbauen. Aber da versuche ich auch hinterher zu bleiben, dass wir immer genügend Lebensmittel bekommen. Zumindest für den Anfang. Ach, schön. Wer bist du denn? Komm her. Ransom. Und Förster. Und du? Ja, du bist wieder die Eleni. Ein Schild namens Galey. Galey? Ein Kind namens Galey. Also ich würde mich erschießen mit diesem Namen. Galey. Galey. Ja, Galey. Schwuchtel. Nee, das habe ich nicht gesagt. Naja. Wir haben es noch ein bisschen was abzuarbeiten, abzufrühstücken. Wir haben leider gerade nur 2 Laborer. Da dauert das alles ein bisschen. Und hier werden wir, glaube ich, mal... Nee, werden wir jetzt nicht. Ich wollte gerade sagen, hier werden wir, glaube ich, mal eine Straße ziehen, aber jetzt noch nicht. Sollen sie halt ein bisschen langsamer laufen, aber wir haben momentan noch nicht genügend Arbeiter zur Verfügung, dass wir jetzt noch einen als Bilder abziehen könnten. Ach, schön.